Herzlich willkommen im PSI Shop. Mein Name ist Alex. Ich bin der Patrick. Und wir möchten euch heute eines unserer Geräte vorstellen. Was jeder schon erkennen wird, die VVP. Selbst gebastelt vom Chef höchstpersönlich, vom Alex. Irrsinnig genial. Mir gefällt es sehr, sehr gut von der Optik. Gebastelt ist eine Frechheit. Ich habe die mühsamst konstruiert, wenn ich einmal bitten darf. Es tut mir richtig leid. Nur so, um das einmal. Ja. Sie ist wunderbar verarbeitet. Sie liegt perfekt in der Hand. Wirklich, es ist richtig genial. Man kann es mit einer Hand überall mit hinnehmen. Es ist echt toll. Was die Leute jetzt nicht wissen, ist, dass ein anderes Teammitglied mit der Waffe im Hintergrund steht, ja, um die Produktschwärmerei ein bisschen zu forcieren. Nein, es ist wirklich cool. Was mir an den Alex-Produkten so taugt, ist einfach, dass sie überall mitnehmbar sind. In Rucksack, in der Hosentasche. Jeder hat, wenn er Auto unterwegs ist, eine Tasche mit viel Platz. Da passt die rein. Man kann sie also überall mit hinnehmen. Funktionieren tut sie auch ziemlich einfach. Hier einfach bei On-Off auf On schalten, dann ist sie mal eingeschalten. Hier könnt ihr die Lautstärke dann verstellen. Das würde ich aber empfehlen, wenn ihr das mal abhört, dann könnt ihr das richtig genau einstellen. Und dann einfach einmal auf Rekord drücken, nachdem ihr eine Frage gestellt habt, zum Stoppen nochmal auf Rekord drücken und dann fürs Abspielen einfach auf Play. Ihr ist nicht der Geschichte. Das, was bei unserer VVP anders ist, ist, wenn man auf Play drückt, dass die Aufnahmen im Loop-Modus wiedergegeben werden, bis man nochmal die Play-Taste drückt. Das ist cool. Das heißt, man muss nicht immer Stopp und nochmal von vorne, sondern man kann es einfach laufen lassen. Dann macht es ein kurzes Klickgeräusch und die Aufnahme beginnt wieder von vorne. Das kann man so lange machen, bis man es hört. Manchmal hört man trotzdem auch erst was bei der Auswertung. Und wem es zu leise ist, man kann Kopfhörer anstecken oder einen externen Lautsprecher. Der Vorteil ist, ich habe das so geschalten, wenn man Kopfhörer oder einen Lautsprecher ansteckt, schaltet der Lautsprecher vom Gerät nicht aus. Das heißt, es können rundherum trotzdem alle mithören, weil das ist einer die Kopfhörer noch im Ohr hat und da ein bisschen genauer hinhört, können die anderen auf dem Lautsprecher auch mithören. Irrsinnig cool. Ich würde sagen, wir testen es gleich einmal. Hat der Alex dieses Gerät gut zusammengebaut? Dann hören wir es uns an. Die Batterie klingt ziemlich leer. Ja, wir haben sie jetzt auch schon ziemlich tot getestet. Ja, wie man oft so gern sagt, hören wir nachher bei der Auswertung genauer. Richtig. Also wir haben jetzt auch keine andere Batterie da. Ja. Das heißt, das muss ich einfach tun. Ich glaube, es sollte ja heißen. Hast du gut gebaut. Ja, ich habe es ganz genau gehört. Du hast auch gehört, oder? Ich habe es auch hast gehört, du auch ja. Gehört? Du hast auch gehört. Alle haben es gehört, okay. Gut. Also wer schon immer eine VVP haben wollte, im PSI-Shop ist die jetzt verfügbar. Ja, man hat sie jetzt schon beim Abhören gehört, obwohl die Batterie leer ist, die Tonqualität ist irrsinnig geil. Egal bei welchem Gerät. Das Coole ist, dass es auch schnell geht. Bei einem Aufnahmegerät musst du dann immer irgendwie im Licht den Track suchen und dann wieder von vorn abspielen und wieder stoppen und den Track suchen. Dann geht das Display aus und du verzweifelst. Das sind einfach Sachen, die kann man sich mit dem Gerät vor allem ist es schön ersparen. Für jeden leicht bedienbar. Es ist auch selbsterklärend, um ehrlich zu sein. Ja, schaff sogar ich. Also kein Problem. Das wollte ich eigentlich jetzt auch sagen, aber okay. Das ist eine Frechheit. Viel Spaß damit. Viel Spaß.